Ich heiße Alpha Omar Diallo. Ich komme aus Guinea. Das ist im West of Africa. Und du lebst auf der Straße? Ja, ich war Jahre auf der Straße. Da habe ich nicht meinen Vater kennengelernt. Ich war 4 Jahre und mein Vater war tot. Wenn ich war Kind, habe ich geliebt Kunst. Ich habe gefangen an mit diesen Cinema-Dings, Mickey, Moose, Tortue Ninja. Ja, habe ich schon angefangen und wenn habe ich fertig meinen Abschluss in die Lycée bei uns und dann ich war in der Uni zu der Kunst in Dubreka. Früher habe ich auch so mein eigenes Atelier in meiner Heimat und da habe ich na, drei Jungs kennengelernt und die arbeiten für mich. Und ich mag auch so Serigraphie, zum Beispiel Print und ein bisschen Skulptur. Habe ich einen Tag Design, der Präsident von Guinea. Kennst du, es gibt Karikatur. Und einen Tag die Polizei ist abgekommen zu meinem Atelier. Die haben mir genommen, macht alles mein Atelier kaputt, nehmen alles die Bilder rein und hat die genommen in den Knast. 25 Leute in ein kleines Ding so. Und was du isst in da, vielleicht ein Äpfel, einen Tag, den ganzen Tag und hast du ein Becher Wasser vor 2 Tagen. Ich denke immer noch, like, zum Beispiel, warum ich schlafe draußen, weil ich kann nicht mit 4 Leuten schlafen in einem Zimmer oder 5 Leute. Ich denke immer noch, das kommt immer noch in meinen Kopf, yeah, du bist immer noch im Gefängnis. Das war, ich schlafe draußen immer noch. Ich krieg Angst. Habe ich gekriegt ein Visa für 1 Jahr in Frankreich. Aber die haben mir gesagt, du bleib nicht in Frankreich. Wenn du gehst da, du bleib nur ein bisschen Zeit und dann du gehst weiter. Aber du kommst nicht mehr so. Ist vorbei, Guinea für dich. Ganz fertig. Und habe ich nicht meine Mutter gesehen bis heute. Vor immer. Es ist vor immer. Es war ungefähr so 2,5 Jahre, meine Mutter ist gestorben. Ja, meine Mutter für mich war eine gute Frau. Du gehst zur Schule und du lernst für dich. Du lernst nicht für mich, sondern du lernst für dich selber. Bei einem Tag, ich bin nicht hier und die haben so viel gemacht für mich. Und ich bin in Köln. Ja, ich liebe Köln. Ja, ich liebe Köln. Ja, die Leute sind echt nett hier und wir sind geöffnet. Ja. Und Köln ist multikultural City hier und ich liebe Köln. Ohne Gewerbeschein bleib und malen und verkauf meine Bilder. Ich darf nicht mehr das. Aber ich habe keine Arbeitserlaubnis und ich wohne draußen. Ich muss auch so essen. Was soll ich machen? Ich will ab mein Arbeiterlaubnis und arbeiten und habe mein eigentliches Thema. Ja. Ja. Arbeiten so wie die netten normalen Leute. Ja. Egal die Arbeit, ich kann arbeiten. Jetzt ich gehe zur Schule, mache einen Deutschsprachkurs. Ja, ich spreche Französisch, Englisch, bisschen Deutsch, bisschen Arabisch, bisschen Italien und meine Mutter sprach auch so viel. Ja, aber das letzte Mal, ich war auch so am Schlafen hier. Die haben mir mein Bild, meine ganze Sache geklaut und jetzt habe ich nicht so viel Geld für kaufen Leinwand und Farbe. Habe ich gekriegt ein bisschen Geld, aber die Farbe und die Leinwand, die sind teuer. Für mich, wenn ich habe Geld, ich gehe in den Laden am Überplatz, kaufen da Bar, die sind die Beste. Manchmal, es gibt Leute, die fragen mir, ah, hast du nicht Geld auf die Hand? Nein, ich habe kein Geld auf die Hand. Wenn ich bin am Malen, nein, ich habe alles in meinem Kopf da, ja, ich denke nicht für Geld. Das macht für mich Spaß. Was fühlst du, wenn du malst? Ja, das, ich denke, nee, das, ich kann nicht dir erzählen, das. Da, ich bin auf. Ich liebe Kunst. Ja, ich liebe Kunst. Leben, du liebst deine Frau, du liebst deine Kinder, du magst alles mit dem zusammen. Ja, und ich hoffe, einen Tag, ja, das Tag kommt, ja, ich kann sich meine Frau, wo ich liebe. Ich mag so viele Kinder mit der Frau und bleib mit der Frau vor allem.